Ja, sagt keiner mehr was hier. Interessiert keinen, ist ja super. Du stehst mir im Licht, Kollege. Hast du irgendwie was an den Augen? Wir haben Nacht. Was machst du hier? Ich warte darauf, dass endlich mal was passiert. Sich in diesem Loch vor den Orks zu verstecken, ist mir zuwider. Du bist wohl eine harte Sau, was? Würde mich an deiner Stelle nicht mit mir anlegen. Wie wär's, wenn wir Trelis aufmischen? Ah, ein Mann der Tat. Das gefällt mir. Wenn der Boss nichts dagegen hat, gehe ich mit. Am besten ist es, du wirst einer von uns. Und wie mache ich das? Sprich mit unserem Anführer darüber. Ganz einfach. Da kannst du lange drauf warten. Du bist nicht der Anführer von Nemora, oder? Anführer? Ich? Bei dem Sauhaufen? Nein, danke. Ach ja, ich glaube, bei denen gibt's keinen offenkundigen Anführer und ich musste erst rausfinden, wer das denn ist von denen. Wie sieht's aus? Ich warte, dass jemand vorwärts ruft. Im Grunde mache ich das, was Finlay macht. Er ist mein Waffengefährte. Bist du der Anführer von... Vergiss es. Ich ziehe hier mein eigenes Ding durch. Mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Das hätte ich dir auch schon sagen können, dass der es nicht ist. Zeig mir deine Ware. So. Was haben wir denn da? Rubinklinge. Ich glaube, die Rubinklinge wollte ich mir mal irgendwie kaufen oder den Plan dafür zumindest. 75 Klingenschaden. Ich glaube, das bringt's alles nicht so wirklich. Lassen wir einfach mal den Kram. So. Die anderen sind Finlay und ein Rebell. Okay, bleiben wir erstmal oben. Bleiben wir erstmal oben, damit wir hier nicht die Übersicht verlieren. Dudley! Hi, ich bin Dudley. Ich kümmere mich um die Versorgung. Wie läuft die Versorgung? Wir brauchen Wertsachen, Pokale, Teller, völlig egal. Verstehe, du handelst mit Hehlerware. Nun, so könnte man es auch nennen. Ich habe Abnehmer in der Wüste. Ein paar von den reichen Säcken stehen auf glänzendes Geschirr. Brauchst du noch was Spezielles? Wir Rebellen brauchen immer irgendwas. Beim letzten Kampf mit den Orks ist einiges zu Bruch gegangen. Allerdings gibt es etwas, von dem wir nie genug haben können. Waffen. Waffen. Etwa 10 Waffenbündel würden uns recht gut tun. Ja, die wirst du von mir nicht kriegen, mein Freund. Erzähl mir was über die Gegend. Früher war das hier die Kornkammer des Landes. Und die Bauern haben es verstanden, ihre Reichtümer zu behalten. Ich habe von einem Bauern namens Farmon gehört, der noch eine ganze Menge Gold bunkern soll. Aha, aha. Das könnte uns ja mal interessieren. Ach, gibt's auch gleich das Quest Plündere die Höfe, das ist ja schön. Weißt du, wo ich Artefakte finden kann? Sieh dich mal beim Tempel von Trelis um. Der Schamane Kamak soll irgendein Amulett bei sich tragen, das seine Zauberkraft erhöht. Das ist sicher einiges wert. Ja, außer das Gold, das ich dafür krieg, ist mir das sowieso egal. Ich besorge euch. Ach so, nein, nein. Okay, am besten gehst du nach Trelis. Scheiße. Die Orks haben da eine ganze Menge in ihrer Burg. Wir brauchen 10 Waffenbündel. Das wollte ich doch gar nicht. Naja, mal gucken, vielleicht gibt's ja dort so viele Waffenbündel, dass ich... Ach komm, was soll's. Hier hast du deine 10 Waffenbündel. Das ist riesig. Hier, ich gebe dir einen Teil unseres Goldes. Ich hau dem Kerl dann einfach später aufs Maul und hol mir das wieder zurück. Das könntest du auch bringen. Bist du hier der Anführer? Das würdest du gerne wissen, was? Das kann ich dir aber leider nicht verraten. Ich kenne dich doch kaum. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Verrate mir, wer der Anführer von Nemora ist. Ich bin es nicht. Ah, okay. Doch wer es ist, kann ich dir nicht sagen. Da musst du dein Glück schon woanders versuchen. So, dann speichern wir erstmal. Und dann werden wir mal schauen, ob wir Dudley nicht mal ein bisschen ausnehmen können. So. Ja. Oh. Die nehmen mir das ja übel. Na, das ist ja gemein. Trefft mich nicht. Ich bin unberührbar. Könnt mich nicht erwischen. Nee, kommt, ich lad nochmal. Aber ich war unantastbar. Keiner hat mich erwischt. Nicht mal die Bogenschützen. Ich hab's einfach drauf. Weil ich's kann. So, das ist ja schade. Da können wir uns das bloß zurückholen, indem wir dann irgendwann mal Nemora auslöschen. Naja, gut. Werden wir aber auch irgendwann mal anstreben, denke ich mal. Wie gesagt, ich habe ja was gegen die Rebellen. Da mache ich das dann auch irgendwann mal. Kann das erstmal behalten. Hast du erstmal Glück gehabt, du Drecksack. So, Rebelle.
Hier ist sonst keiner. Noch jemand mit Namen? Nein. Dann runter. Name? Befreiter Sklave. Toller Name. Kümmere dich besser um deinen Kram. Ach, Fresse. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Nur Idioten hier. Hallo, Kippler. Ich grüße dich, Fremder. Komm und such dir deinen Platz in unserer Gemeinschaft. Du bist der Anführer. Was willst du hören? Das war doch noch was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ich kümmere mich um die Sicherheit von Nemora. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Erzähl mir mehr über Nemora. Dieser Ort ist die einzige noch ernstzunehmende Bastion der Menschen in diesem Teil der Welt. Nicht weit von hier im Osten liegt die Burg Trenis. Im Süden ist der Pass nach Varant. Wenn wir nicht Acht geben, werden uns die Orks erschlagen. Oder wir werden von den Assassinen versklavt. Willkommen in der Zwickmühle. Warum schaust du so besorgt? Kürzlich haben wir in dem zerstörten Bauernhof östlich von hier einen Trupp Orks gesehen. Sie sind uns schon gefährlich nahe gekommen. Jemand muss ihren Anführer eliminieren, bevor sie unser Versteck hier entdecken. Okay. Ich kümmere mich um den Ork auf dem zerstörten Bauernhof. Gut, aber pass auf, dass dir keiner von ihnen in den Rücken fällt. Ja, mal schauen, ob ich das wirklich mache. Ich weiß es noch nicht. Räume den Bauernhof westlich und rede es von Orks. Ja, da muss ich ja erstmal das andere Quest erledigen. Na, mal schauen, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Bist du hier der Anführer? Ich könnte dir sagen, wer hier der Anführer ist. Allerdings müsste ich dich dann töten. Oh. Kein Fremder darf erfahren, wer von uns hier der Boss ist. Blablabla. Ist zu gefährlich. Ja. Du hast gut, schauen wir mal, zeig was der hier so hat. Zeig mir deine Ware. 200 Bastardschwert. Ja, nee, ich glaube, wir haben 85 Klingenschaden, ne? Ich glaube, wir sind besser als das Bastardschwert. Zahl schon mal her. Ja, 85. Schick, oder? Gut, dann gehen wir mal rein und schauen mal drinnen nach. Und wenn wir dann den Rundgang beendet haben, dann ist wirklich Schluss für heute. Da habe ich keine Lust mehr. Habe jetzt auch wirklich schon lange genug gemacht. Ein Feuermagier, Treslert. Ah, Besuch von weit her. Sei willkommen in Nemora, Freund. Du bist Feuermagier? Ein Magier auf der Suche nach der alten Magie. So wie alle ehemaligen Magier des Feuers, Freund. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ja, was haben wir denn hier? Wieder oben, Stabkampf. Ist total langweilig eigentlich. Aber Alchemie kann er auch, ne? Bring mir was über Alchemie bei. Was haben wir denn da? Feuerpfeile, Mana-Tränke, permanente Tränke. Die permanenten Tränke wären das einzige Interessante dabei jetzt, finde ich. Aber will ich jetzt ehrlich gesagt auch kein Gold und keine Lernpunkte für ausgeben. Das muss jetzt so bleiben. Wir werden wahrscheinlich auch so gut wie nichts auf Alchemie machen. Was machst du gerade? Ich bin auf der Suche nach einem alten Rezept für einen Trank. Leider komme ich zurzeit nicht an die Zutaten. So ein Mist. Hätte ich mir aber denken auch können. Welche Zutaten brauchst du für deinen Trank? Es handelt sich um die seltene Staudenlobelie. Oben im Westen, wo die ganzen Urviecher herumstreunen, habe ich welche entdeckt. Ich bin aber nicht wahnsinnig genug, mich mit den Biestern anzulegen. Na, das klingt doch nach einer Aufgabe für uns. Ich besorge dir die Staudenlobelie. Das ist löblich. Ich brauche 5 Stück davon. Lass dich aber nicht fressen, hörst du? Guter Tipp mal wieder. Ich finde die Leute immer toll, wie sie so besorgt um uns sind, dass wir uns nicht fressen lassen sollen. Wer ist hier der Boss? Um zu erfahren, wer Nemora führt, wirst du dir erst das Vertrauen der namhaften Leute sichern müssen. Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Wie steht um dein Wissen über die alte Magie? Ich habe schon eine Menge herausgefunden. Und eine Sache ganz besonders. Ich habe einen Feuerkelch gefunden. Yay, gib ihn mir. Leider habe ich noch niemanden, dem ich den Kelch anvertrauen kann. Steht vor dir. Er muss nach Nordmar gebracht werden, verstehst du? Weiß ich. Ich bringe deinen Feuerkelch nach Nordmar. Das würdest du tun? Ein verlockendes Angebot. Aber erst brauche ich noch einen Beweis, dass du stark genug dazu bist und ich dir vertrauen kann. Nordmar ist verdammt gefährlich. Und der Kelch darf nicht in die falschen Hände geraten. Verstehst du? Schon klar. Gut, dann müssen wir also zuerst die Staudenlobelie eben bringen und dann kriegen wir auch den Feuerkelch. Das ist sehr, sehr schick. Da haben wir ja doch schon ein paar Kelche mittlerweile hier so in unserem Repertoire. Gefällt mir. So, gucken wir noch weiter unten nach, was hier noch so ist. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht mehr allzu ausgedehnt. Nee, ist es auch nicht offenbar. Verdammt. Was ist los? Hier ist nur noch Hengley und das war's. Pass auf, wo du hier hintrittst. Wenn du hier was kaputt machst, kriege ich Ärger.
Der Bauer Pharmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was? Ich weiß von nichts. Ein feiner Rebell bist du. Und statt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Pharmon abgenommen. Du kannst es haben. Wenn der Boss das mitbekommt, wirft er mich den Orks zum Fraß vor. Na sowas, wenn wir jetzt wüssten, wer der Boss ist. Du nennst mir jetzt sofort den Namen eures Anführers. Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Denk mal darüber nach, du Spinner. Wer ist der Anführer von Emora? Das hat dir noch keiner verraten, was? Dann werde ich es dir ganz bestimmt nicht sagen. Du dummer Vollpfosten, ich kann auch einfach rumrennen und jedem erzählen, was du gemacht hast. Irgendeiner wird schon der Anführer sein, du Spacko. Blöder Idiot. Handelst du auch mit diesem Kram? Eigentlich soll ich nur auf die Sachen hier aufpassen. Aber wenn du mir einen guten Preis machst, muss ja keiner wissen. Hey, vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Fähigkeit als Dieb interessiert. Gegen Bezahlung natürlich. Von nichts kommt nichts. Der ist so ein typischer Fall von bringe ich gerne um, aber wir schauen mal, was er so an Ware hat. Zeig mir deine Ware. Vielleicht gibt es ja was Interessantes. Nein, gibt es nicht. Okay, aber viel Geld hat er und deswegen werden wir jetzt mal noch ganz fix unsere Waffen hier alle los. Und dann, ne? So, muss ich aber mal wieder was wegnehmen hier, shit. Ich muss natürlich auch ein bisschen drauf achten, dass das überhaupt hier bezahlbar bleibt. Oh, der Magierstab, 1000 Goldstücke, Mensch. Ist ja unglaublich. Ist auch noch irgendwas, was... Ja? Irgendwas, was Gold bringt, aber nicht zu viel? Oh ja, hier, die Orkschlechter. So, genau, dann passt das doch. Wunderbar, Goldausgleich, tauschen, fertig. Jetzt haben wir schon 42.000 Goldstücke. So, gehen wir noch fix an die Oberfläche, unten ist ja sonst nichts mehr. Und dann hat sich das erledigt für heute. Hat mir mal wieder sehr viel Vergnügen gemacht. Halt, wir können noch schnell Buch lesen. Ja, ja, lass mich in Ruhe, ich will gar nichts von dir. Können wir noch schnell Buch lesen? Hier steht was über Alchemie. Schön, schön. Haben wir 39 Punkte schon, das läppert sich langsam. So. Und dann verabschiede ich mich für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute Geldern geschafft. Wir haben Treles weitestgehend geschafft. Und, nee, Quatsch, Geldern haben wir weitestgehend geschafft, Treles haben wir so angekratzt, so war's. Und wir haben es nach Nemora geschafft. Also heute war ganz schön was drin, aber wir haben auch ganz schön lange heute aufgenommen. Und wir sind kurz vor der Wüste, ganz kurz vor der Wüste. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Aufnahmesession schon. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, jetzt aber erstmal würde ich sagen, gehabt euch wohl und bis bald, also bis in die nächste Aufnahme wahrscheinlich. Ja, man sieht sich, ne? Schaut auch in die anderen Projekte oder in das andere Projekt rein. Ich hab ja bloß eins. Ha. Also, winke, winke. Und tschüss.